Heute möchte ich euch die Steinmeier-Orgel in Christkönig, Mannheim-Wallstadt vorstellen. Hinter mir, schräg über mir, seht ihr die an der Brüstung, die Positivpfeifen. Hier jetzt der Blick von oben auf die Positivpfeifen. Die Steinmeier-Orgel wurde erbaut im Jahre 1952. Sie hat ein Hauptwerk, das hier rechts von mir zu sehen sind, aus eurem Blickwinkel, und links sind die Positivpfeifen, die ich schon von oben gezeigt habe. So, wir beginnen jetzt wieder mit dem Hauptwerk. Da haben wir gedeckt Pommer, 16 Fuß. Weiter kommen wir zum Prinzipal 8 Fuß. Dann kommen wir zum Gemshorn 8 Fuß. Die Rohrflöte 8 Fuß. Dann Prestant 4 Fuß. Dann Blockflöte 4 Fuß. Quinte, zwei Drittel Fuß. Dann Oktav 2 Fuß. So, jetzt eine kurze Kombination zur Gemeindebegleitung. Nehme ich genauso wie in St. Elisabeth und so weiter gerne Prinzipal 8 Fuß und Prestant gleichzusetzen mit Oktav 4 Fuß. Musik.
Verstärkung gerne noch das Oktav 2 Fuß. Jetzt kommen wir zum Kornett 8 Fuß. Der fängt erst ab dem normalen C an, unten drunter ist es nicht belegt. Wenn ich dann zum Beispiel das mit der Kombination spiele, dann geht es weiter mit der Mixtur 1, ein Drittel Fuß. Natürlich spielt man die natürlich nicht alleine. Dann haben wir die Trompete 8 Fuß. Dann haben wir zu guter Letzt die Schalmei 4 Fuß. So, jetzt kommen wir zum Pedal. Und da haben wir jetzt als erstes Prinzipal Bass 16 Fuß. Dann haben wir den Subbass 16 Fuß. Jetzt kommen wir zum Oktavbass 8 Fuß. Eine Rohrflöte 8 Fuß. Eine Flöte 4 Fuß. Ein Hintersatz 2 Drittel Fuß. Dann der berühmte Posaunenbass 16 Fuß.
kommen wir zum oberen Manual. Da haben wir gedackt 8 Fuß. Die Quintate 8 Fuß auch hier ein Prestant 4 Fuß. Dann eine Koppelflöte 4 Fuß. Die Waldflöte 2 Fuß. Dann die Stiftflöte 1 1/3 Fuß. Sesquialta 2 2/3 Fuß. Natürlich spiele ich das Ganze natürlich nicht einzeln, sondern verbinde es zum Beispiel mit gedacht als und Quintate. So, dann haben wir wieder eine Mixtur, das ist die Schaf 1 Fuß. Ein Geigenregal 16 Fuß. Ich gebe zu, ich benutze ihn äußerst selten. Ist auch dementsprechend verstimmt. Und dann ein Krummkorn 8 Fuß.
wie man leider hört, auch etwas verstimmt. Es gehört hier auch wieder mal was gemacht, aber da habe ich leider keinen Einfluss drauf. So, dann haben wir zu aller guter Letzt auch noch ein Tremulant. So, zu allerletzt noch ein paar Klangbeispiele. Zuerst mit einigen Kombinationen von leiseren Registern. Zum Beispiel passend für Marienlieder. Kann man hier gerne noch eine Zweifußflöte dazu nehmen. Wenn man es noch weiter verstärken will, zum Beispiel mit einem Sesquialta. Kombinationen, wo man die Moororgel vielleicht ein kleines bisschen mal aufdrehen. Da wäre passend, wenn man jetzt hier zum Beispiel Quinte, Prestant, Koppelflöte, Waldflöte und Schaf fürs Vorspiel. Im Hauptspiel nehmen wir zuerst über das Prinzipal Gemshorn, Rohrflöte, Prestant, Blockflöte und dann die Mixtur dazu. Und die entsprechenden Bässe. So würde sich dann die Gemeindebegleitung anhören. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen verstärken. Das war jetzt die Vorstellung der Steinmeier-Orgel von Christ König, Mannheim-Wallstadt.
und habe hier ein paar Klangbeispiele gebracht. Demnächst stelle ich euch dann noch die Orgel von St. Laurentius vor.